Nee, das stimmt. Die ist gestorben. Diejenige, die dich gefüttert hat. Aber natürlich erst nachdem sie dich ausgelacht hat, wie du da liegst. Ja. Ach ja. So, ja. Dann können wir, glaube ich, gleich H2 nehmen. Oder? Wobei. Keine Ahnung. Kannst du einmal spawnen und gucke, ich gucke, ob ich dich sehe. Ja, das haben wir auch gerade so gedacht. Dodos! Nö. Drück mal auf die Karte. Also. Kann ich nicht bei dir einfach gucken, wo du bist? Ach so. Stimmt. Serus ein Fuchs. Okay, du bist da und ach du Scheiße. Ja, ne? Finde ich auch. Wir sind eigentlich genau daneben. Wir sind aufeinander fast schon. Au, oh, okay. Du Oh, ein Schaf. bist wahrscheinlich da oben gespawnt. Schaf, Schaf. Hallo, Schaf. Na. Oh, ich habe ganz viele Schafe gefunden. Keine Ahnung, aber ich weiß nicht. Ach, da. Ach, da. Ich sehe gerade meine Leiche. Zum Glück werden die immer so gar nicht krass markiert und so. Oh. Armes Gürteltier ist in die Felsspalte gerutscht. Kommt da nicht mehr raus. Ach Gott. Ja, wobei, ich bin auch noch ganz schön das Ende entfernt. Hey, cool, denn ist was Unsichtbares und Ravager. Jo, ich sterbe gleich nochmal. YOLO! Ihr kriegt mich nie. Oh, okay, vielleicht doch. Autsch. Nein! Oh. Hahaha, ich bin nicht mal gestorben. Geil. Aber gleich bin ich tot. Glaube ich. Ich renne einfach hier lang und gucke, was ich noch so finde. Oh. Wer bist du denn? Aha! Oh, ich dachte, er kommt jetzt zu mir gerannt. Hab ich ein Glück, ey. Oh, Explorer Note. Wie? Warum? Es tut mir wirklich leid. Aber ja. Oh, jetzt werde ich von einem Tausendfüßler getötet. Boom. Aber ich habe die Explorer Note. Ich gucke jetzt, wo du gestorben bist, und dann laufe ich da auch hin. Ja, mach das. Also noch habe ich das Kreuz an, wo ich gestorben bin. So nichtssagend, diese Schwarz-Weiß-Karte. Ja, ne? Finde ich auch. Aber es ist auch irgendwie lustig, einfach durch die Gegend zu laufen und zu sterben, muss ich sagen. Das hat was. Und ich bin immerhin schon Level 26 mittlerweile. Ja. Und ich bin 28. Hihi. So, Betäubungsfall kann ich jetzt, eine Schere kann ich jetzt, einen Fallschirm, Treppenwandhalterung, Stolperdraht, einen Pelzstiefel. Oh, ich kann Pelzsachen machen. Aber das hatten wir ja, das lohnt sich ja nicht. Stein, oh, wir können endlich eine Steinhütte bauen. Artefakt, Sockel, Es kostet dir Luke, noch mehr Pickel. Ressourcen als die Holz. Ja, aber es bringt auch mehr Erfahrung. Und Steine haben wir ja noch mehr als genug. Eine Armbrust. Ich habe endlich meine Armbrust. Ich hab die ja schon gelernt. Jo, Pech. Ich will die aber auch lernen. Warum? Darum? Reicht doch, wenn du eine hast und sie reparieren kannst. Ja, stimmt. Zu spät. Ein Stego-Sattel. Oh, es regnet Dinos. Gerade 6 Dinos vom Himmel gefallen. Sechs Dinos, okay. Die sind alle zu blöd zu laufen, ne?
Ja, also ich muss sagen, es macht auf jeden Fall mehr Spaß, als durch die Gegend zu laufen und Holz zu farmen. Man sieht wenigstens coole Sachen. Und ich habe nicht so viel Angst. Ich will auch den Explorer-Note. Was hast du? Den Explorer-Note will ich auch. Wo war der? Tja. Ach, Level 26. Cool, dass sogar noch meine Leiche in der Nähe oder irgendwo. Der Explorer-Notleiche oder was? Okay. Wenn ich dich jetzt noch finden würde. Oh, ich bin gerade durch Pilze gelaufen, aber nichts ist passiert. Ja, siehst du mal. Kannst du dich mal ein bisschen umsehen, damit ich weiß, wo du bist? Ja, ich sehe gerade. Hä? Ich glaube, das war gar nicht meine Leiche. Ich glaube, das war bloß die Maschine. Doch! Das ist eine Maschine in der Nähe. Ach, du bist an der Hä? Leinwand wieder. Da, wo der Aber Raptor das. dich zerrissen hat. Ach so, naja, das ist ja Ull. Ja, stimmt. Okay, sorry. Wo bist du denn lang? Bist du runter oder? Ja, ich bin auf jeden Fall, ich wollte wieder runter in das Blaue. Okay, dann wirst du wahrscheinlich hier entlang gegangen sein. Oh Gott, oh Ach, Gott, oh Gott. hier, ach du Scheiße. YOLO. Hihi. So, da habe ich jetzt noch einen Leichenstrahl. Ich glaube, jetzt komme ich zu der Oh, Leiche. holy, okay. Oh. Also, wenn ich das richtig sehe, sehe ich jetzt meine richtige Leiche. Okay. Und ich stehe relativ weit oben, so dass man. Ich guck gerade. Also von der Leinwand aus kommt. Ich glaube, da unten bin ich auch gestorben. Aber da ist ein Megalosaurus. Die sind cool. Ja, der hat mich auch getötet. Der war da direkt neben der Dings. Also, der hat es dann geschafft, vor diesem Tausendfüßler mich zu töten. Mal gucken, ob ich da jetzt einfach so hinkomme. Mit dem Megalosaurus könnten wir unsere ganzen Tiere schön bewegen. Tja. Er kann nämlich einfach alle Tiere in den Maul nehmen und dann weglaufen. Was ist das hier? Ja, ich glaube ja. Haha, ja, genau, das war das. Hallo. Also, Alter, du glaubst Mopsi, geh nicht, mir du aus dem weißt. Weg. Ich stecke in dem Dino fest. So, frisst er mich jetzt auch? Ja, frisst er. Hallo. Ich kann Ah, ihm ich sehe. zugucken, wie er Ich sehe frisst. deinen Schaden. Ja. Also, ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, da müsste die sein. Fick dich, Dino! Ich stehe mir nicht im Weg, ganz ehrlich, danke. Da, So, wo du gut, gerade Schaden okay. bekommst, ist der Explorer-Not oder was? Ne, ich glaube da an der Nähe, glaube ich. Aber ich habe jetzt so viel gesehen, ich weiß es nicht mehr. Naja, nee. Ne, ich glaube, den finden wir nicht wieder. Nee, ich tu mir Ach, da leid. liegt eine Leiche. Ach, da ist der Explorer-Note. Ja? Hab ihn geöffnet. Okay, super. Also doch. Da ist der Megalosaurus, den ich eines Tages tämen möchte. Damit So, könnte ich Part alle 2 Tiere, die wir gehört. zähmen möchten, nehme ich einfach in den Mund und laufe zu uns.
Ja. Vorausgesetzt, wir würden ihn irgendwann mal kriegen. Ja, ich hab den Explorer-Note. Mir egal! So, H2 oder was? Naja, das ist ja direkt da, wo wir auch gerade sind. Naja, Ich gibt würde schon noch schon ein paar H3 Möglichkeiten. sagen. Ich bin jetzt im Zweier. Ich gehe zu 3. Okay. So, Level up. Speerbolzen, Gallimussattel. Ja, wir sind schon Level 29, das ist schon einiges. Oder Du ich. bist Level 29. Bin Voll gemein, ey. besser als du. Ja, gut, ist ja nichts Neues. Jetzt wird's langweilig. Sie hat's einfach zugegeben. Yes, ich habe ihn gelangweilt. Ja, muss man auch erstmal schaffen. Oh, noch ein Megalosaurus, oh Gott. Er hat Ne? mich nicht gesehen. Super. Ein ist Angst, komme ich mit meinem Gewehr und knall die Jabalde. Also für mich. Und dann zähme ich dich. Ganz ehrlich, die Schafe, die sehen aus wie Stinktiere. Ich will da runter. Ich stehe jetzt kurz vor dem blau leuchtenden Gebiet. Okay. Keine Ahnung, ich habe irgendwie so ein Gebiet, wo kaum gefährliche Dinos sind. Nur Stegos, Triceratops und sowas alles. Ist witzig. Ich bin einem Wasserfall und den rase ich jetzt runter. Hui! Yay! Oh, siehst du, das ist sogar richtig safe hier runter zu gehen. Ist Okay. wie ein Fahrstuhl. Cool. Oh. Oder auch nicht. Ich bin doch gefallen. Richtig safe, sagte er und starb. So, hart 4. Ach ja. Sieh was blaues Leuchtendes. Huhuhu, das war knapp. Das muss, so muss man das machen. Ja, rote Pilze sehen. Und statt reinzulaufen, einfach springen und dann drüber hinwegspringen. Oh nein! Fuck off! Hat doch nicht funktioniert, ja. Doch, doch. Aber ich bin dann an eine Klippe und dachte, und wusste aber nicht, dass es eine Klippe ist, weil direkt vor mir diese, also eine Pilze waren, diese Pilzbäume, also die Kappe. Und dann dachte ich einfach so, oh, okay, kann ich hier raufspringen? Und das hat aber nicht geklappt. Hä? Achso, das ist jetzt ein anderer Ort. Ich sehe gerade nur einen Dino auf einem Pilzbaum und dachte, ich bin am Anfang. Ach so. Ach so. Ja, nee, wahrscheinlich könnt ihr auch woanders auf Pilzbäumen rumklettern. Weißt du, was gemein ist? Wenn man Eisen findet und weiß, dass es keinen Sinn hat, es mitzunehmen. Ne, wir wollen ja uns jetzt da aufbauen, wo ganz viel Eisen ist. Ja. Und auch eine geile Höhle zum Erkunden. Oh, weißt du, was ich gefunden habe? Dreimal darfst du raten. Eisen. Nein. Viel besser. Explorer Note. Ja. Ja, ich sehe schon. An dem Wasserfall. Hier mit Pilzen. Da leuchtet ein Eisen. Tja. Ja, die schnappe ich mir jetzt natürlich, ne? Oh, mach das. Ich weiß nicht, ob du zu weit weg bist oder nicht. Ich bin Aber höchstwahrscheinlich zu weit ich weg. hänge ja sowieso hinterher. Von daher.
An dem Wasserfall sagst du wahrscheinlich da, wo ich gerade gestorben bin. Dann hast du sie übersehen, ne? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Hier. Da bin ich. Ja, ich sehe einen Baum. Glaube ich, mehrere. Ach so, nee, dann war ich woanders. Hm. Da leuchtet was im Wasser, da will ich nicht rein. Es leuchtet doch schön. Ja. Das sagt man aber nur so lange, bis es einen plötzlich beißt. Oh, Revenger da hinten. Da kann ich nicht hingehen. Hallo. Oha. Level 67. Aber harmlos. Tilobit. Oh, die leuchten auch voll schön. Ah, hier ist der Wasserfall, wo ich gestorben bin. Okay. Ja. Was ist der Fluss daneben gewesen? Ja, hab ich mir fast gedacht. Rote Pilze. Nein. Nein. Oh. Hä? Das Gemeine ist, dass man immer nicht sieht, was es ist. Bis es einen angreift. Oh, ich habe hier pinke Pflanzen. Oh, pinke Pflanzen, ich will. Au. Oh. Da sind Bären drin. Okay. Ist ja lame. Kann man hier rüberlaufen? Ist das. Nein. Huch. Das ist übrigens keine Brücke. Was ist das? Das war übrigens keine Brücke, die pinken Pflanzen. Aber ich denke mal, kann man sich langhangeln oder so. Holy, ich bin genau. Au. Ich war genau im Wasserfall und bin im Wasserfall auf den Felsen gefallen. Oh, Schuhe, Chili-Stiefel. Kann ich gleich anziehen, weil ich sie sowieso verlieren werde. Jo. Vielleicht bin ich jetzt besser getarnt. Wer weiß. Ah, ich bin genau im Wasserfall, wo du den Explorer-Not gesammelt hast. Na cool. Das ist doch cool. Dann nimm sie. Ach, hier sind deine Pilze. Wie bist du an dem grün leuchtenden Ding vorbeigelaufen? An welchem grün leuchtenden Ding? Ja, da war so ein grün leuchtendes Ding. Da bist du dran vorbeigelaufen. Da waren die Stiefel drin. Nö, dann war das noch nicht da. Achso, ja, das kann auch sein. Ich wäre niemals an etwas Leuchtendem vorbeigelaufen. Ich bin jetzt unsichtbar für die Dinos, weil ich Stiefel habe. Oh, was bist du denn für einer? Dich muss ich ja mal angucken. Ach, ich glaube, ich weiß, was du für einer bist. Hi. Oder? Ach so, genau, Megalosaurus. Der hat mich genau im Mund. Ja, ja. Damit kann man halt seine Viecher transportieren. Zwar der, den ich mir cheatet habe, um die 1 Milliarde Schlangen zu töten. Und der ist nur Level 4. Oh nein, Halluzination. Geilo! Ah oh ja, kotz sie mal hin. Kotzen? Kack doch nur. Ja, keine Ahnung. Ich sag lieber kotzen dazu. Das klingt besser. Nein. Es ist falsch. Wo am Wasserfall soll das hier sein jetzt? Auf der anderen Seite wahrscheinlich da hinten. Ach, da beim Eisen, ne? Nee, gegenüber vom Eisen. Also nicht auf der Flussseite vom Eisen, sondern da gegenüber, da wo die Bäume sind. Ah, ich sehe schon. Hab. Nee, noch ein Level up. Nein. Schön. Genau in PC gelaufen. So, Schwert. So Boom. Oh. Ein Schwert? Mhm. Ach stimmt, das hatten wir auch irgendwann mal. Jetzt sind wir schon fast so weit wie in Staffel 1. Ja, cool, ne? Oh, nur, dass uns das Eisen fehlt. Ja. Und wir noch kein Haus haben. Und ich kann Iguanodon-Sattel machen. Cool, mach ich direkt. Naja, doch.
Megalokeros. Ein Haus haben wir. Ja, halbes. Nein, ein ganzes. So, da ich eh fast tot bin, kann ich jetzt auch YOLO-mäßig hier langlaufen. Oh, nee, dich mag ich nicht. Oh. Eine Pflanze, die mich heilt. Ja, ich bin fast tot. Holy. Zero ist der Glückstiger. Ein Glückstiger? Ja. Miau. No. Kannst auch schnurren. Ich glaube, die Pflanze heilt dich nicht so schnell voll irgendwie. Am Anfang ist das voll schnell, wie sie sich heilt, und danach irgendwie wird es immer langsamer. Ja, irgendwie schon voll genervt, voll blöd. Ich will da runter. Oh, cool. Ich habe hier gerade noch einen Yeti gesehen und er hat irgendeinen Dino zerlegt. Oha. Weil das ist kein Yeti, das ist ein Gorilla oder sowas. Jetzt will ich mal gucken, was er getötet hat. Das sieht groß aus. Oh ja. Der hat den Megalosaurus Level 4 getötet. Aber warte mal. Bist du nett oder bist du böse? Nicht. Level 4 ist der auch nur. Kannst du ihn füttern, okay, oder muss man ihn betäuben? Du musst mindestens Level 30 sein, um ihn zu füttern. Nee, du kannst ihn füttern und er ist nett. Also er ist nicht gefährlich für uns. Aber er mag offensichtlich keine Megalosaurus. Oh, okay. Also wenn du ihm zu nahe kommst, ist er nicht mehr nett. Also so wie bei den Bären. Also sobald du ihn anfasst, haut er dich. Ja, musst du hinterher schleichen und ihm Essen geben. Ja. Aber ansonsten ist er nett. Hallo? Ja, da ist noch ein komplettes Gebiet, ups, wo man nicht spawnen kann. Ja, genau, richtig. Das ist das blaue Gebiet. Da muss man hin. Das ist das Gebiet. Oh, was seht ihr denn für kleine Fratze? Ankylosaurus. Ah, okay. Ah, ich seh dich. Ich seh dich. Hi. Hallo. Wir sind Ankylosaurus. Dazu konzipiert, Steine zu zertrümmern. Ich reite. Cool. Müssen wir irgendwann mal einen zähmen. Oh, die sind so cool. Ah, wie geil. Level 63 vor allem. Alter. So, wollen wir versuchen, runterzukommen? Du bist schon Level 30. Ja, ich könnte ihn füttern. Ich versuche schon die ganze Zeit da runterzukommen. Na komm, ich als Meister, ja, ne, demonstriere ja dir, wie wir das jetzt machen. Immer wenn du sowas sagst, stirbst du. Nein. So. Wir werden hier nicht runtergehen, wir werden auf den Pilz hier raufspringen. Oha. Au. Ein bisschen Schaden musst du halt nehmen. Ich wollte nur aussagen. Nimm dies und das. Scheißbaum. Ja.
Ja, was bist du denn? Ach, ein Iguanodon. Ich habe jetzt einen Sattel für dich, beziehungsweise ich kann bauen. So, und du? Was ist denn das, was da an der Wand hochklettert? Oh. Da an der Wand drüben. Ne, jetzt siehst du das nicht mehr. Jetzt ist es weg. Verarschst du mich? Nein, guck jetzt, jetzt klettert es weiter. Da. Hinter diesem Pilz, der da drüben an der Wand ist. Irgend so eine Echse oder so, ne? Ja. Ein Chamäleon. Ja. Ja gut, ich glaube, von hier aus kommen wir nicht viel weiter. Können wir nicht so trümmern? Nein. Wir könnten nur versuchen, irgendwie den Fallschaden abzubremsen oder ins Wasser zu fallen. Ich glaube, ich habe eine Idee. Iguanodon, reiten wir und wir springen mit dir runter. Ja. Ich glaube, die Idee findet ihr nicht cool. Ach, guck mal, das ist ein Yeti auf dem Pilz. Cool. Oh. Kommst hier gar nicht hoch, du Idiot, oder? Wer kommt hier nicht hoch? Das ist ein Megalodon oder wie die auch immer heißen. Oh, hi. Komm, wir bringen Na? ihn jetzt runter zu fallen. Und vor allem, der steht genau unter uns. Hallo? Steckst du immer noch fest? Oh Gott. Nee. Tschüss! Ja, er ist wirklich runtergefallen. Hihihihi, blöd Mann. Also hier kommt man auch recht gut runter. Lebt er noch? Ja, Nein! natürlich. Ja, er Du lebt noch. gleich aber nicht mehr, oder? Was? Du lebst doch! Ja. Wie viel Schaden hast du bekommen? Gar keinen? Doch, viel. Also ich bin jetzt fast tot. Aber ich lebe noch. Und ich bin weiter unten. Aber ich habe mir alle Knochen gebrochen. Ich treffe ihn! Oh, Schuss. Ich wäre fast auf ihn draufgefallen. Er muss es doch einen humanen Weg hingeben, oder nicht? Ja, bestimmt. Aber den haben wir noch nicht gefunden. Aber hier, genau. Er hat mich zu oben gebracht, aber eigentlich ist er ganz netter. Natürlich, natürlich. Ja, der Baum ist voll schön. Den mag ich, den gucke ich jetzt an. Nein, keine Ahnung, eigentlich kann ich hier runterspringen und mich selbst umbringen oder so. Eh so gut wie tot. Mein Gott. Hast du es überlebt? Nein. Aber ich sehe was Pinkes. Dafür lohnt es sich hier zu stehen und zu warten. Ich sehe einen pinken Strahl. Ein pinken Wahrscheinlich Strahl. bin ich eh mit dem Level viel zu klein dafür, aber ich will dahin gehen. Heile mich, Soll ich mal denn ich habe gucken, was nichts. die Yeti frisst? Mach das. Ob er Pilze mag? Theoretisch sind wir eh schon wieder am Ende. Oh, er frisst. Oh, wie cool ist das denn? Was frisst er denn? Keine Ahnung, Steine. Er hat auf den Boden geguckt Steine? und irgendwas gegessen. Ach so, ich wollte gerade sagen, ich dachte, du hast ihm was gegeben und das hat er gegessen. Nein. Immerhin hast du Stiefel zum Schleichen. Nö. Ich war ja tot. Ach ja, stimmt. Also Pilze ist da schon mal nicht. Beeren, das Klassische vielleicht. Nee, wenn dann Fleisch. Er ist bestimmt ein Fleischfresser. Oder er isst Gemüse. Vegetarier, sagst du, ja? Wahrscheinlich. Nee, aber weißt du, was er wahrscheinlich isst? Oh! Gebratenes Fleisch. Also, Was? ich habe ihm eine Beere gegeben für 4%. Also wird er Gemüse wahrscheinlich noch mehr mögen. Okay. Vielleicht frisst er auch einfach fast alles. Vielleicht mag er auch am meisten gebratenes Fleisch. Wer weiß. Können sein. So. Ich will es wenigstens irgendwie schaffen, nicht ganz so viel Schaden zu kriegen, wenn ich da runterspringe. Geronimo! Oh, ich bin nicht gestorben. Ich bin nicht gestorben. Ich bin nicht gestorben. Ich will wissen, was dieser Strahl ist. Dafür gehe ich über meine eigene Leiche. Was? Hat Ich er dich getötet? bin irgendwie viermal abgeprallt, bevor ich auf den Boden angekommen bin. Also der Fall.
Was ist das? Nein. Also man braucht Level 50, um eine lilane zu öffnen. Aber sie sah cool aus. Na gut. Also ich habe jetzt alles gesehen, was ich sehen wollte. Ich werde gerade verrückt wegen Pilze. Achso. So, ich habe mich jetzt erstmal wieder nach Hause. Ah, okay. Also so ein Bett wird übrigens auch verbraucht. Wie? Nein. Doch? Eigentlich nicht. Hat oder hatten wir nur ein Bett hier? Wir hatten zu Hause ein Bett und auf dem Floß ein Bett. Weil zu Hause wurden zwei Betten angezeigt, deswegen. Nö, es ist das Floß. Ach so. Wenn mich jetzt zu Hause gespawnt, nee, dann ist alles gut. Ja gut, dann spawne ich jetzt auch zu Hause. Ja, na, wie gesagt, ist ja durch jetzt. Ach ja. Gut, das heißt, nächste Folge bauen wir einfach nur so ein billiges. Obwohl, vielleicht kriegen wir sie alle doch runter. Was auf dem Floß? Also, dein Raptor könnte ich hinreiten. Dann nehme ich den Sattel. Obwohl, dann komme ich ja nicht mehr zurück mit dem Sattel. Richtig. Das ist Also, ja das Problem. die Raptoren könnten wir rein theoretisch reiten, indem wir einfach noch zwei Sattel bauen. Oder wir nehmen einfach zwei Raptoren mit Satteln mit und der Rest läuft hinter uns her. Ja, und wird im schlimmsten Fall getötet. Wir haben Sarko, wir haben Bio mit 1000 Leben und einen Ja, Ravager. das stimmt. Hibi. So, der Kleine freut sich schon. Ach, das wird so cool. Das wird richtig gut. Ja, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle für heute erstmal wieder Feierabend. Dann wird Zero sein Rohmaterial heute nicht löschen. Nein. Und dann sehen wir uns Ja. nächste Woche Sonntag wieder. Beim großen Umzug. Haut rein. Ja, Tschüss. bis dann. Tschüss.